Ja, ihr Lieben, ich wünschte, das Titelbild wäre einfach nur Clickbait. Ich wünschte, ich hätte jetzt irgendwie zu Beginn zu 2024 so den Gehirnfurz bekommen, ey, du fängst erstmal mit so einem richtig krassen Clickbait an, um schön viele Klicks auf deinen Kanal und auf dein Video zu ziehen. Tatsächlich ist es aber so, dass das, was ihr im Titel lesen könnt, wirklich passiert ist. Und ich will jetzt hier mal darauf eingehen, was genau passiert ist. Ich will hier mein Statement dazu abgeben, auch für Warner Brothers selber. Ihr werdet hier drauf verlinkt werden auf dem Video. Möglicherweise sieht es ja jemand von Warner Brothers Deutschland. Ich will mich einfach mal dazu äußern, wie mir das passiert ist und auch noch so ein, zwei Unstimmigkeiten mit reinwerfen, was denn noch offene Fragen sind. Ebenfalls wird das, was passiert ist, Einfluss auf den Kanal haben. Nichts ultra gravierendes, aber es wird auf jeden Fall eine ganze Zeit lang dauern, bis ich bestimmte Dinge wieder hervorheben kann oder tun kann, die ich davor getan habe. Wir gehen jetzt hier mal genauer drauf ein. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Also angefangen hat die ganze Misere am 24.12., genau zu Weihnachten, kam plötzlich ein Copyright-Strike auf YouTube. Wer nicht weiß, was ein Strike ist, das sind ganz ernstzunehmende Sachen. Das sind dann wirklich Momente, wo große Firmen sagen, Alter, dein Video wird jetzt gelöscht aufgrund von Urheberrechtsverletzungen und du bekommst einen von drei Strikes. Wenn du drei Strikes auf deinem Kanal hast, wird dein Kanal unwiderruflich und für immer gelöscht. Du kriegst dann auch in der Regel nicht mehr die Möglichkeit, einen neuen Kanal zu eröffnen. Das heißt, wenn diese drei Strikes durchgegangen wären, wären der Kanal Unknown Kaijuverse, der Kanal Unknown Kaijuverse Reaction und generell alle Ideen, die ich in Zukunft noch irgendwie haben könnte, wären weg vom Fenster. Das wäre alles komplett gelöscht worden. Das war schon ein ziemlich geiles Weihnachtsgeschenk. Ich habe dann erstmal ganz verstutzt geguckt, okay, Moment, was sind jetzt hier meine Optionen, was kann ich denn jetzt hier machen? Du kannst Einspruch einlegen. In der Regel ist das so, es kann immer mal passieren, dass du einen Urheberrechtsverletzungsantrag bekommst. Das kann milde ausfallen, das heißt, schlimmstenfalls, bei mir war das der schlimmste Fall bisher, sagt YouTube dann eben, du benutzt jetzt hier zum Beispiel bei einer Trailer-Reaction den kompletten Trailer, das ist Fremdmaterial, ergo darfst du das Video nicht monetarisieren. Das ist so der schlimmste Fall bisher gewesen. Wenn du ein bisschen mehr Glück hast, sagen die, okay, pass auf, du nimmst hier Fremdmaterial, bringst aber auch genug eigene Ideen ein, was bei vielen Reactions eben dann der Fall ist. Also wird dann quasi dein Feld gelb angezeigt und dann heißt es, okay, du bekommst einen Teil der Einnahmen von dem Video, aber eben auch der Original-Content-Creator bekommt Einnahmen von dem Video, weil du ja sein Content benutzt hast. Soweit ist alles cool. Wenn eine Firma dahin geht und wirklich sagt, Alter, wir hauen dir jetzt dein Video weg, unwiderruflich, du hast nicht mal die Chance zu erklären oder auch aus dem Video Sachen rauszulöschen. Es gibt auch bestimmte Anträge, wo es dann irgendwie heißt, hier bei deinem Video ist Minute 4 bis Minute 5, da ist ein Video drin, mach das raus, dann passt's. Und dann kannst du selber sagen, alles klar, ich mach das raus, das kennt ihr von meinen Videos manchmal auch, wenn dann auf einmal irgendwas verschwommen eingeblendet wird. Das gibt es eben auch. Wenn eine Firma aber eben wirklich sagt, wir machen das einfach weg, ohne dir zu sagen, was abgeht, ist es wirklich gravierend. Es wurde angegeben, Beantragender der Löschung des Videos und eben auch Beantrager des ersten Strikes ist Warner Brothers Pictures selber. Die haben allerdings den Hinweis bekommen, dass in einem meiner Videos etwas nicht stimmt von einer anderen Firma, auf die komme ich auch noch gleich zu sprechen. Und Warner Brothers hat daraufhin einfach nur angegeben, das gesamte Video darf nicht sein. Das gesamte Video ist ein Verstoß gegen unsere Urheberrechte. Also habe ich mir dann gedacht, okay, da stimmt doch irgendwas nicht. Ihr könnt mir doch jetzt nicht erzählen, dass das gesamte Video, mindestens das Intro, wenn es richtig beschissen läuft, ist doch mindestens das Intro meine eigene Kreation. Noch unter müsste eigentlich jeder Abschnitt im Video, wo mein Gesicht zu sehen ist, von mir selber sein. Nee, die haben gesagt, alles in dem Video muss weg. Die waren also wirklich sauer. Und kleiner Spoiler, es ging nicht um das gesamte Video, die haben aber einfach nur keinen Bock gehabt, mir anzugeben, das und das, das ist dumm. Und ich verstehe, warum die sauer waren. Ich gehe darauf gleich wirklich nochmal genauer ein. Nur mal ganz kurz zur Firma, die mich da angeschwärzt hat. Es gibt große Firmen wie jetzt Warner Brothers, die, ich sag mal, Subunternehmen haben, die im Internet so ein bisschen rumgucken
und dann eben für Recht und Ordnung sorgen. Wenn da irgendwas nicht stimmt, melden die das eben und dann kann sowas passieren, was mir jetzt passiert ist. Allerdings habe ich auch versucht, die Firma anzuschreiben, die mich da angeschwärzt hat, und habe dann herausgefunden, dass wenn du nach dieser Firma googelst, kommt ein großes Fenster, die Firma ist dauerhaft geschlossen. Die Firma gibt's also gar nicht. Ich bin nicht dahinter gekommen, was es damit auf sich hat, habe danach aber irgendwie noch gelesen, dass diese Firma jetzt irgendwie auch Teil von Warner Brothers selber ist und deswegen nicht mehr separat auffindbar ist, ist auf jeden Fall irgendeine Firma in Indien. Warum ist mir das jetzt passiert? Ich habe im Internet weiter recherchiert, werde hier niemanden anschwärzen, aber es gibt auch in anderen Sprachräumen bestimmte Videos, die Ähnliches gemacht haben wie ich. Mir ist das Ganze allerdings passiert, weil, jetzt kommen wir zum großen Nachteil, ich bin aktuell mitunter der größte deutschsprachige YouTuber, der die Themen Jurassic Park, Jurassic World und auch Godzilla in der Variante in Deutschland herausbringt, wie ich es eben auch mache. Deswegen wurde ein Augenmerk direkt auf mich gelegt. Da wurde eben dann ganz gezielt geguckt in verschiedenen Ländern, okay, wo wird jetzt eben hier was preisgegeben, was vielleicht nicht preisgegeben werden darf. So, da hat es mich dann eben am 24. erwischt und ich hatte eben nur als Feldangabe gehabt, aufgrund von Godzilla and Kong The New Empire, geschütztes Kunstwerk. Und ich dachte mir halt, gut, den Film habe ich ja kaum im Video hochgeladen. Die werden dann die Ausschnitte meinen, die vom Trailer eingeblendet wurden. Und dann habe ich auch überlegt, Moment, aber das machst du doch öfter. Du hast doch in vielen Videos Trailer-Abschnitte drin. Gut, habe ich gedacht, pass auf, vielleicht war es einfach hier zu viel des Guten. Vielleicht haben sich jetzt hier auch ein paar Regeln geändert und die können auf alte Videos nicht mehr angewandt werden. Keine Ahnung. Deswegen habe ich Folgendes gemacht. Ich habe das Video nochmal neu hochgeladen, habe aber vorher noch eine Überarbeitung, also das Ganze nochmal überarbeitet, indem ich sämtliche Trailer-Abschnitte durch Bilder ersetzt habe. So, das Ganze wurde hochgeladen, war dann erst auch ganz normal online. Ihr habt es ja geschaut, das Video wurde ja zum ersten Mal, glaube ich, fast 10.000 Mal geklickt, dann das zweite wurde dann bei 5.000 Mal erneut gestrikt oder zumindest verwarnt am 01.01.2024. Also einmal an Weihnachten, einmal Neujahr, geiles Timing, erneut. Diesmal mit ein bisschen mehr Nachdruck nach dem Motto, hör jetzt auf. Also es wurde wirklich ganz deutlich gesagt, lass das jetzt. Mit einem Hinweis darauf, noch einmal und du bist weg vom Fenster. Hier eine kleine Kritik von mir, wenn das jemand von Warner Brothers sehen würde, möchte oder irgendwie einmal sich anschaut. Ich habe wirklich versucht herauszufinden, was ich falsch gemacht habe. Ich kann euch hier mal einblenden, was ich jetzt für E-Mails in Umlauf gebracht habe. Ich wollte nicht mal anzweifeln, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Ich habe mir gedacht, okay, es betrifft jetzt zum zweiten Mal dasselbe Video, obwohl es verändert wurde. Sagt mir doch bitte einfach, was falsch gelaufen ist, damit das eben nicht nochmal passiert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass allerdings sehr viel automatisiert passiert, sowohl bei YouTube als eben auch bei Warner Brothers. Und diese E-Mails kommen gar nicht wirklich bis zu echten Menschen, wenn sie irgendwelche Kriterien nicht erfüllen. Das kann ich mir nur so vorstellen. Ich habe teilweise Antworten bekommen, die Absagen waren, aber bezüglich Dinge, die ich überhaupt nicht geschrieben hatte. Also sowas wie, ihr Antrag auf Wiedererstellung der Videos wurde abgelehnt. Und ich habe gesagt, ich habe nie einen Antrag gestellt. Ich habe nur geschrieben, könnte mir jemand vielleicht sagen, was los ist. Gut, dann habe ich mir natürlich selber Gedanken drüber gemacht und habe auch mal Hilfe kontaktiert, einfach nur, um mal zu schauen, was liegt jetzt hier an diesem Video? Was ist daran denn falsch? Und dann wurde mir, zugetragen, komplett zu Recht, du hast jetzt über 400 Videos auf dem Kanal. Ich weiß gar nicht, wie viele es inzwischen sind. Das ist dir noch nie vorher passiert. Das heißt, du hast jetzt ein Video, was sich scheinbar vom gesamten Rest unterscheidet. Guck nach, was das ist. Und mach's weg. Und ich dachte mir halt jedes Mal wieder, okay, warum sagt man denn nicht einfach, was jetzt das Problem ist? Naja, ich habe mir das Video nochmal angeschaut gehabt und zwar ist mir Folgendes passiert. Und das ist jetzt hier eine unfassbare Entschuldigung von mir an Warner Brothers, wenn ihr das sehen solltet. Wie gesagt, auch bei einem Kanal von gerade mal 18.000, das ist wirklich nicht groß im YouTube-Kosmos. Vielleicht kommen auch deswegen meine Mails nicht bei euch durch. Das kann ganz gut sein, trotz allem. Ist mir Folgendes passiert. Mir wurden über Facebook
wurden mir bestimmte Infos und Materialien zur Verfügung gestellt. In Bezug auf Godzilla and Kong. Mein Gedanke daraufhin ist gewesen, geile Info, die hat bestimmt so noch keiner, machst du halt mal ein Video drüber. Der Grund, warum Warner Brothers mir hier so einen Druck macht, ist, dass das Material, das ich in das Video eingepflegt habe, so offensichtlich aus diesem Film abfotografiert worden ist, dass die sich gesagt haben, dass das grenzt fast daran, du dämlicher Vogel, als hättest du wirklich einen Clip am Stück gezeigt. Es geht hier um Bilder, um zwei Stück. Und ich habe das dann so vernommen und dachte mir, es ist mir unfassbar unangenehm. Wie konnte ich selbst nicht darauf kommen, dass das totaler Bullshit ist? Ich habe wirklich, als ich diese Materialien bekommen habe, habe ich nicht dran gedacht, dass das eigentlich total dumm ist, das jetzt hochzuladen. Vor allem, dass auch genau das gegen die Copyright-Rechte verstößt. Ihr müsst euch vorstellen, dass große Firmen, es gibt ja die sogenannten Fair-Use-Regeln auf YouTube, die dann irgendwie besagen, dass ein Trailer zum Beispiel, wenn der nur Bruchteilstück gezeigt wird, das sind glaube ich um die 7 bis 15 Sekunden am Stück, dann darf dein Video monetarisiert werden. Das ist, ich meine, das wäre kein Gesetz, das ist glaube ich eine reine Toleranz. Du kriegst diese Toleranz und dann kommt jemand wie ich an, der einfach noch einen Schritt weiter geht. Natürlich konnte niemand wissen, dass das keine Absicht gewesen ist. Aber das schützt dich natürlich auch nicht davor, dass hier ein Fehler passiert ist. Ich habe also zwei Dateien in mein Video eingebettet, die so noch überhaupt nicht gesehen werden dürften. Es ging nicht darum, dass ich drüber gesprochen habe, weil es hier um reine Theorien ging. Ich habe zwar auch im Video öfter erwähnt, dass ich nicht mal sicher bin, ob das überhaupt alles so ist, wie ich es jetzt gerade erzähle. Und ich habe mir wirklich so viele Gedanken drüber gemacht. Können die mich jetzt wirklich ermahnen, weil ich was gesagt habe? War das jetzt wegen dem Trailer? Nein, es stand im Betreff, der Grund Godzilla X Kong, The New Empire, ist ein geschütztes Kunstwerk, weil ich Material aus diesem Film in dem Video eingeblendet hatte. Das ist mir halt passiert. Das ist jetzt wirklich passiert. Ich habe mit Warner immer noch E-Mail-Kontakt oder Verkehr. Eigentlich schreibe ich gerade sehr viel an Warner raus. Es kommen eben sehr viele auch mal automatisierte Sachen eben wieder zurück. Meine letzte Chance, jetzt wirklich irgendwie Aufmerksamkeit damit zu bekommen und wirklich eine ganz große Entschuldigung rauszuhauen, ist jetzt dieses Video hier. Ich will gar nicht wissen, was das für ein Moment gewesen ist, als ich das allererste Mal eine Verwarnung bekommen habe und dann kommt das Video wieder online und die Dinge sind immer noch drin. Dieses Video wurde manuell ausgesucht und es wurde manuell an Warner Brothers gemeldet. Da muss doch irgendjemand gesessen haben, der sich gedacht hat, Alter, so blöd kannst du doch nicht sein, hör jetzt endlich auf damit. Und jetzt ist es eben genauso, wie es ist. Dieses ganze Verfahren wird sich jetzt bis März hinziehen. Bis März wird es jetzt also andauern, bis weitere Videos kontrolliert werden und eben überprüft werden wegen diesem Material. Und ich habe das schon alles abgecheckt, dieses Material taucht nirgendwo mehr auf. Es war halt wirklich nur dieses eine. Und das ist vielleicht auch mal so ein bisschen ein Ding, wahrscheinlich macht das keiner außer ich, wenn ihr sowas zugespielt bekommt, scheißt einfach drauf, ladet sowas nicht hoch. Ich muss es, glaube ich, niemandem sagen. Ich bin der erste und letzte Idiot, der das sehr wahrscheinlich gemacht hat. Beschreibt Dinge, redet vielleicht von Theorien, von Leaks und umschreibt bestimmte Sachen. Ja, mehr kann ich darauf jetzt erstmal nicht eingehen. Auf jeden Fall muss ich hier sagen, das war von Warner Brothers definitiv gerechtfertigt. Wie gesagt, es war keine Absicht, aber das schützt mich eben nicht vor dem Unrecht, das ich da getan habe. Und es war eine ganz klare Verwarnung gewesen, halt jetzt den Ball flach. Deswegen gibt es noch ein einziges Godzilla and Kong Video. Das kommt jetzt nach dem Video oder kam vielleicht auch schon hier davor. Und danach beschäftigen wir uns erstmal mit anderen Themen. Ich meine, wir haben jetzt auch schon genug Theorien und Gerüchte über Godzilla and Kong besprochen. Ich werde in Zukunft nochmal alle alten Godzilla-Filme besprechen, das heißt so ein First-Time-Watching mit dem ersten Godzilla, dem Schwarz-Weiß-Godzilla noch. Wir werden über das Monsterverse ein bisschen mehr reden. Wir werden in die Was-wäre-wenn-Thematik wieder einsteigen, Jurassic Park und Jurassic World, und lassen Godzilla and Kong erstmal ein bisschen beiseite. Entweder bis diese 3 Monate abgelaufen sind, das heißt bis März, oder eben bis sich vielleicht Universal, sage ich, bis sich vielleicht
Warner Brothers mal dazu geäußert hat. Ich bräuchte es einfach wirklich nur noch schwarz auf weiß, dass es heißt, hier pass auf, das war die Scheiße gewesen und dann wäre ich damit komplett zufrieden. Solange ich das aber nicht schwarz auf weiß habe, bin ich da einfach sehr vorsichtig und deswegen, ja, ist halt echt dumm gelaufen. 2024 beginnt stark und wie gesagt, ich habe da komplett reingeschissen. Eine gewaltige Entschuldigung von mir an Warner Brothers für diese extrem dumme Aktion. Und was mich daran am meisten ärgert, ist, dass ich nicht mal drüber nachgedacht habe, dass das irgendwie falsch sein könnte. Mir ist nicht der Gedanke gekommen zu sagen, ja, was will Warner Brothers jetzt schon machen? Ich bin doch hier 18.000 Abonnenten, der Große. Ich wäre froh, mir wäre so ein dämlicher Gedanke gekommen. Dann hätte ich wenigstens irgendwie vernommen, dass das falsch wäre. Oder ich habe auch nicht gedacht, ja komm, ich bin noch so klein, die finden mich eh nicht. Das war auch nicht, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Und das ärgert mich so ein bisschen. Das ist, gut, passiert mal und besser jetzt, als wenn es dann irgendwie doch zu spät ist. Ja, so viel eben dazu. Vielleicht kann ich irgendwann noch mal genauer darauf eingehen, um was für Informationen sich dabei gehandelt hat. Ja, wie gesagt, wird auf jeden Fall nicht mehr passieren. Versprochen auch ganz groß an Warner Brothers, das wird mir nicht mehr passieren. Und es tut mir einfach leid. Und in diesem Sinne, ja, trotz allem, frohes neues Jahr, habe ich ganz vergessen jetzt zu sagen. Es kann nur besser werden. Das war's auf jeden Fall jetzt mit dem Video und bis zum nächsten Mal.